Nordkorea, ein Land im dauernden Ausnahmezustand. Ein UN-Bericht wirft der stalinistischen Führung des Staates schwerste Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. Doch Kim Se-rin kann es kaum erwarten, dorthin zurückzukehren. Vor 6 Jahrzehnten hat er den heimischen Bauernhof und seine Familie verlassen und ist nach Südkorea gegangen. Ich habe über das Rote Kreuz herausgefunden, dass meine zweite Schwester und der Sohn meines jüngsten Bruders noch am Leben sind. Aber meine Eltern und die anderen Familienmitglieder sind gestorben. Von 1950 bis 1953 dauert der Koreakrieg. Der junge Grundschullehrer Kim Se-rin schließt sich damals der Armee des Südens an. Später arbeitet er in der Verwaltung. Ich habe meinen Kindern und meinen Enkelkindern gesagt, dass sie nach der Wiedervereinigung nach Nordkorea gehen sollen. Dort sollen sie die Gräber meiner Eltern finden und meine Botschaft überbringen, dass ich hier ein gutes Leben geführt habe. Mein ganzes Leben lang habe ich bedauert, dass ich weggegangen bin, ohne meiner Familie ein Wort des Abschieds zu sagen. Zum ersten Mal seit mehr als 3 Jahren lässt der Norden ein Treffen von Familien zu, die durch den Koreakrieg getrennt wurden. Kim Se-rin ist 85, einer von nur 83 Südkoreanern, die dazu aus Zehntausenden ausgewählt wurden. Seine Schwester ist 80, sein Neffe 52. Ob er die Emotionen beim Wiedersehen überhaupt überleben wird, weiß er nicht. Aber zumindest, so sagt er, kann er in Frieden sterben.